die Basis vielleicht für heute Abend. Jetzt Nüssli und der trifft. Oh. 7 Minuten 44 Sekunden und da ist diese Szene. Das Tor für den EAC Biel, das den Auftrieb geben könnte am heutigen Abend. Das vielleicht der Start ist für eine Überraschung für den EAC Biel. Thomas Nüssli, der Scorer, hatte da nicht mehr große Probleme für seinen 10. Saisontreffer. Ja, da kommt die Scheibe direkt vor die Schaufel von Nüssli. Philipp Fuhrer, der die Scheibe da ablenkte. Und dann kein Problem mehr, natürlich keine Chance für Jonas Müller. Und der EAC Biel führt also nach knapp 8 Minuten mit 1 zu 0. Ja, das ist sogar eine verdiente Führung. Biel hat sehr solid gespielt, hat sich nicht einschüchtern lassen. Beim SC Bern, also doch schon ein Weilchen her. Peter und Tor! 3,5 Minuten gespielt im zweiten Drittel. Der EAC Biel geht dank Emanuel Peter wieder in Führung mit 2 zu 1. Und so überraschend wie der Ausgleich im ersten Drittel für den SC Bern war, so überraschend ist jetzt auch die erneute Führung für das Heimteam. Enorm Emanuel Peter, der Topscorer des EAC Biel, mit einem ganz genauen Schuss über der Fanghand von Jonas Müller hindurch. Er kämpft sich hier die Scheibe gleich selber an der Bande, an der Seite und trifft dann zum 2:1 für den EAC Biel. Ja, wenn wir schon mit dem Caminada sprechen. Und dann hat er zu lange gewartet und jetzt auf der anderen Seite David Ling. Wie macht er das herrlich? Fantastisch, David Ling. Nach 31 Minuten 22 Sekunden der Routinier des EAC Biel, der 33-jährige Kanadier, mit dem 3:1, und das schauen wir uns hoffentlich noch ein halbes Dutzend Mal an. Das war ganz großes Kino. Ein Pass und dann die Täuschung. Und da hätte David Ling natürlich auch einen Routinier so überlisten können. 3:1 führt der EHC Biel. Das ist eigentlich das, der Grund, warum David Ling geholt worden ist. So noch. Thomas Nüssli, der wird doch nicht tatsächlich Tor! Es ist nicht zu glauben, 33,5 Minuten gespielt und Thomas Nüssli, er macht die Fortsetzung dieses Streifens, den David Ling vorher begonnen hat. Der macht jetzt halt einfach auf der linken Seite. Genau der gleiche Trick hat er also von David Ling abgeschaut. Thomas Nüssli mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend. Der EHC Biel, der Aufsteiger, führt gegen den SC Bern mit 4:1. Und was für ein Selbstvertrauen, was für eine Kaltblütigkeit. Und das am Anschein. 30. Für Daniel Mayer. Aber die Bieler kommen weiter im 5 gegen 5. Grutmann! Ja, bin ich denn komplett? Trutmann mit dem 5:1 für den EAC Biel. Der SC Bern ausgekontert am Boden. Und der EAC Biel, der schwimmt oben auf. Rico Fatta mit dem genauen Auge. Und Trutmann auch er mit einer Körpertäuschung. Allerdings war das die Light-Version. Trotzdem Jonas Müller geschlagen. Und ja, sind es 34,5 Minuten gespielt. Bis jetzt war das Derby um diese Zeit entschieden. Ist es vielleicht auch heute nur zugunsten des EAC Biel? Ja, also die Angriffe, die wir jetzt sehen, die kann man als Lehrvideo aufnehmen und die kann man auch in der NHL abspielen. Schnelle Auslösung, direkt aufs Goal, kaltblütig ausnutzt, das ist wirklich absolut erstklassig. Aber und dann Trutzmann. Wieder Trutzmann, Cannen in der Mitte, Tor! Mein Gott, 38. Minute, ich glaube das gar nicht. 6:1 für den EAC Biel gegen den SC Bern, da kannst du gut lachen. Jawohl, 6 Tore und Trutzmann mit seinem zweiten Treffer. Und das innerhalb von 3 Minuten, 7 Minuten.
doch nicht 7. Da habe ich jetzt ein Durcheinander, aber das Resultat, das weiß ich noch. 6:1. Trutzmann, der Torschütze, hier eiskalt verwertet. Der EAC Biel schwimmt wirklich oben auf. Für den EAC Biel, für den Aussteiger. Und auf der anderen Seite auch die höchste Niederlage für den SC Bern. In der Spielzeit 2008-2009 bis jetzt. In der Hälfte sind wir angekommen und die Fans des EAC Biel, die sind ganz oben aufgekommen. Der EAC Biel gewinnt gegen den SC Bern. Klar, deutlich, verdient mit 6:1. Ja, und das ihre Art und Weise, wie aus dem Lehrbuch. Also die Goal im Mitteldrift und wie die rausgespielt worden sind. Ping-Pong-Kombinationen in der Entstehung, im Abschluss. Einfach, man kann sagen, das war Weltklasse, was wir dort gesehen haben, im Mitteldrittel, was der EAC Biel dort geboten hat. Auf der anderen Seite ein SC Bern, der in dieser Art und Weise in eine Krise hineinläuft, aber morgen die Chance hat, gegen ZSC Lions das Unglück, das heute passiert ist, wieder zu korrigieren. Die Bieler, die jetzt lange noch auch ihren Torhüter verdientermaßen natürlich auch gefeiert haben, sich gegenseitig abklopfen sozusagen. Und die Berner auf der anderen Seite, die sind bedient. Die Spieler des SC Bern, die wollen nur und tschüss und weg. Die müssen jetzt allerdings noch brav warten, bis dann noch die Best Player am heutigen Abend gekehrt werden. Ja, wenn der Max Berner sieht, dann hat der Mann